Over.
oor is goed. Rijd dan staan, knieën buigen. Blijf stil. Und. Tief. Hoog. Tief. Hoog. Tief. Hoog. Denk aan de poppen nog in terug. Rücken schön gerade. Sehr gut. Eins, zwei, drei, vier. Und eins, zwei, drei, vier. Tief. Eins, zwei. Schulter tief lassen. Und hoch. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Hoch. Eins, zwei, drei, vier. Tief. Eins, zwei, drei, hoch. Eins, zwei, drei, vier, tief. Und hoch. Auf acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und hoch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Hoch. Drückt euch schön auf den Oberschenkel hoch. Fünf, sechs, sieben, noch einer. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Nur noch auf vier. Tada. Eins, zwei, drei, vier. Und eins, zwei, drei, vier, tief. Eins, zwei, drei, vier. Und eins, zwei, drei, tief. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, zwei tief, zwei hoch. Tief, hoch. Tief, hoch. Schön den Popo nach hinten schieben. Rücken bleibt gerade. Jawohl. Und lächelt. Ich sehe das bis hierher. Noch zwei Stück. Tief. Hoch. Einer noch. Tief. Auf eins tief. Achtung. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Jawohl. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Letztes Mal, kommt tief und bleibt tief. Haltet. Ich sage euch jetzt, wie unser neues Vorgehen ist. Ihr bleibt tief, damit ihr zuhören könnt. Arme lang, Schulter weg von den Ohren. Sehr gut. Neben euch steht euer neuer Freund, der Stuhl. Wir machen jetzt Kniebeuge Richtung Stuhl, aber der Popo berührt höchstens den Stuhl. Ihr setzt euch nicht drauf, okay? Bleibt ruhig tief. Ihr müsst zuhören und trainieren nebenher. Oh mein Gott. Und alle noch tiefer. Ja, ja, ja. Haltet, haltet, haltet. Oberkörper gerade. Kopf nach vorne. Nicht hängen lassen. Ihr hängt den ganzen Tag den Kopf vor. Achtung, noch vier. Drei. Zwei. Und kommt langsam hoch. Okay, alle hier am Stuhl. Stell dir mal kurz quer, aber ich gehe dir nachher. Alle vor ihrem Stuhl. Ihr dürft so breit stehen wie gerade eben, okay? Und zwar müsst ihr ungefähr einen Schritt weg, damit ihr gerade so mit dem Popo drauf kommt. Guckt mal, ob euer Stuhl da hinten ist. Ihr dürft nicht drauf sitzen. Der kann wackelig sein, ist egal. Bereit machen. Nicht umfallen, okay? Vier, drei, zwei, direkt auf vier tief. Eins, zwei, drei, berühren. Und eins, zwei, drei, vier. Und eins, zwei, drei, berühren. Eins, zwei, drei, vier. Wenn ihr den Stuhl nicht berührt, macht es nichts. Es kann ja auch so ein Mini-Stuhl für Kinder sein. Den muss man nicht berühren. Tief. Aber die anderen dürfen gerne sich challengen. Aber wehe, ihr sitzt ab. Oh mein Gott, das sieht man. Da geht auf einmal alles zusammen. Tief.
Jawohl. Noch zwei Stück. Tief. Hoch. Und ihr müsst wirklich versuchen, nach hinten zu sitzen. Und letztes Mal tief, also nicht nach vorne, okay? Und hoch. Achtung, wir gehen auf 8 tief. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bleibt unten, haltet. Berührt den Stuhl mit dem Popo. Aber ihr setzt euch nicht drauf. Geht der Versuchung nicht nach. Bleibt tief. Noch 4, 3, 2, langsam auf 8 wieder hoch. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ihr bleibt wieder unten. Haltet! Wo ist der Stuhl? Wo ist der Stuhl? Rücken gerade, Brust raus. Noch 4, 3, 2, auf 8 nach oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, auf 4 tief. 1, 2, 3 und direkt wieder hoch. 1, 2, 3, 4 und tief. Und hoch. Und tief. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, noch 2 Stück. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, noch einer. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, auf 2 tief, 2 hoch. 1, 2, hoch. Jawohl. Tief, hoch. Tief, hoch. Auf eins schneller. Tief, hoch. Tief, hoch. Tief, hoch. Jawohl. Berührt den Stuhl, wenn es geht. Jetzt wird es einfacher. 4 noch. 3, 2. Letztes Mal breiterer Stand. Der Stuhl ist immer noch zwischen eure Beine. Dann wieder mal Seite. Genau das gleiche. 4, 3, 2, direkt auf 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Wenn ihr jetzt zu viel mit eurem Popo den Stuhl berührt, lauft einen Schritt weiter vor. Genau, gerade so mit dem Popo. Auf 4 tief. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Es muss jetzt einfacher gehen. Wer seid ihr von vorne rein schon tiefer? Aber vielleicht spürt ihr ein bisschen Rücken. Ist alles in Ordnung. Noch zwei Stück. Schulter weg von den Ohren. Noch einer. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Auf 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nur berühren. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Drückt euch von den Füßen hoch. 1, 2. Oberschenkel ist angespannt. 5, 6, 7. Einer geht noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, auf 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Wenn ihr nicht immer den Stuhl berührt, macht euch keine Sorgen, es ist alles in Ordnung. Noch 2. Letztes Mal auf 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Noch 2 tief. Tief auf 2. 1, 2, 1, 2. Sehr gut. Tief. Hoch. Noch 2 Stück. Tief. Hoch. Letztes Mal. Tief. Schneller. 8 Stück. 8. 7.
reinkommen. Jeder vor euren Stuhl stehen. Jetzt müsst ihr wieder näher hin, weil sonst verpasst ihr den Stuhl. Bereit machen. Auf vier tief. Eins, vier, drei, zwei, auf vier tief. Jetzt. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Wenn ihr zu nah seid, geht wieder einen Schritt vor. Ihr werdet merken, das ist viel schwieriger. Jawohl. Macht so gut ihr könnt. Wenn ihr den Stuhl nicht berührt, es ist kein Weltuntergang. Macht einfach so, wie ihr könnt. Tief. Hoch. Noch zwei. Jawohl. Versucht nicht abzusitzen. Letztes Mal. Achtung auf acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Berühren, wenn es geht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, Hallöchen. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, einer noch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, vier tief. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, zwei Stück noch. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, eine noch. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, auf zwei tief. Eins, zwei, hoch. Ja, wo ist der Stuhl? Ah, da. Und wieder hoch. Jawohl. Lass euren Rücken gerade. Jawohl. Tief. Hoch. Noch zwei Stück. Tief. Hoch. Allerletztes Mal. Noch schneller auf. Acht. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Letztes Mal immer ausschütteln. Wenn ihr jetzt mehr auf hier vorne gemerkt habt, alles gut. Wenn nicht, kein Problem. Achtung, wir gehen nach unten. Ihr müsst den Stuhl jetzt so hinhängen, dass ihr quasi hinlegen könnt und dann die Füße auf den Stuhl oder wie auch immer. Genau, räumt euch Platz ein. Ihr dürft euch alle mal tief machen, also tief auf den Boden gehen, ein Bein absetzen, anderes Bein absetzen. Sehr gut. Jetzt kommt drauf an, wie hoch euer Stuhl ist. Probiert einfach mal aus. Und zwar legt ihr euren Oberschenkel auf den Stuhl, aber nur euer oberer. Wenn ihr jetzt einen tiefen Stuhl habt, habt ihr Glück. Vielleicht könnt ihr dann in den Unterarmstütz liegen. Wenn der zu hoch ist, müsst ihr hoch. Achtung, eure Übung. Nur mal halten. Unten zieht ran und oben hält einfach nur. Ganz easy. Achtung, noch nicht. Alle bereit machen. Vier, drei, zwei und los geht's. Hopp. Halten. Presst zusammen. Versucht euren Fuß schön oben zu halten. Und die Hüfte schön nach oben. Jawohl. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Kopf nicht hängen lassen. Drei. Zwei. Und mal kurz locker. So, wenn das jetzt zu einfach war, legt ihr seinen Fuß oben drauf. Anderer Fuß unten drunter. Und ihr haltet. Bereit machen. Wenn das vorher zu viel war, macht mal so den Oberschenkel drauf wie gerade eben. Vier, drei, zwei. Und haltet oben. Kopf nicht hängen lassen. Jawohl, halten, halten, seid stabil. Das sieht sehr gut aus. Ja, stabil, wenn es irgendwie.
weiter. Noch vier. Drei. Zwei. Und mal absetzen. Achtung, wenn das jetzt noch nicht genug war. Nein. Ihr macht genau das gleiche nochmal. Ja. Lass, du hackst mein Video. Hoch, tiefes Bein. Mit Bewegung. Wenn das vorher schon zu viel war, legt sich wieder oben drauf mit dem Oberschenkel. Ihr könnt hier genauso hoch und tief gehen. Nur mit angewinkelten Knie, okay? Wenn es auch zu viel war, nur halten. Bereit machen? Vier, drei, zwei. Und kommt nach oben. Hoch, tief. Hoch, tief. Hoch, tief. Noch acht. Tief. Sieben. Joi, joi, joi. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Joi, es zittert alles. Letzte und ab. Ablegen. Eure Beine auf dem Stuhl. Achtung. Schiebt die Hüfte nach oben und hoch, tief, mit absetzen. Hoch, tief, hoch, tief. Hoch. Also der Klaus ist ein bisschen traurig, dass er nicht mitmachen kann. Der würde auch gerne bei den Übungen dabei sein. Hoch, tief, hoch. Wer jetzt wieder einen hohen Stuhl hat, sorry, aber es ist halt noch anstrengender. Hoch. Tief. Immer weiter. Hoch. Tief. Wenn das irgendwie in den Rücken zieht oder so, geht weg vom Stuhl. Beine auf den Boden und schiebt einfach hoch und tief, ohne dass ihr eine Erhebung, eine Erhebung habt. Noch vier Stück. Hoch. Tief. Noch drei. Tief. Noch zwei. Tief. Und wir halten oben. Haltet oben, Po anspannen, Bauch anspannen. Jawohl. Also bei mir tut alles weh. Acht. Sieben. Sechs. Kommt höher. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und langsam ab. Und wisst ihr, was jetzt kommt? Die andere Seite. Ich stelle mal kurz meinen Stuhl um, aber ihr könnt euch ja einfach umdrehen. Wir fangen wieder auf ganz, ganz easy an. Also easy ist es auch nicht, aber so da die niedrigste Stufe mal. Das heißt, ein Bein wieder Oberschenkel auf den Stuhl. Ich warte noch ganz kurz. Die andere Hand abstellen. Seid schön stabil. Versucht hier schön nicht auf eure Schulter drauf zu legen, sondern macht euch groß, Brust raus. Vier, drei, zwei und nur mal halten. Es kann sein, dass eine Seite viel besser geht als die andere. Hoch die Arme, wenn es geht. Also euer eine Arm. Jawohl. Untere Knie versucht hochzukommen. Haltet, haltet, haltet. Kopf nicht hängen lassen, Brust raus. Ja, wow, das sieht richtig gut aus. Noch vier, drei, zwei und langsam ab. Wer jetzt wieder mehr möchte, Bein lang machen. Die anderen bleiben einfach dort, wo sie gerade waren, bei dem Level, okay? Ihr müsst euch nur selber challengen. Bereit machen, vier, drei, zwei und kommt hoch.
mit den Fersen auf den Stuhl, so nennt man das Ding. Bereit, Mann für Hüfte hochschieben. Noch 4, 3, 2, Popo nach oben, hoch, tief, nicht absetzen, hoch, tief, 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 noch 4, tief, 3, tief, 2, tief, letztes Mal bleibt oben, haltet oben, Po anspannen, Bauch anspannen, sehr gut, halten. Knie
lachen. 4, 3, 2, Entspannung. Erstmal halten. Po anspannen, Bauch anspannen, Schulter nach hinten oder nach oben zur Decke. Und jetzt diagonal. Schaut mit dem Kopf hinterher zur Ferse, die Hand. Zurück. Andere Seite. Zurück. Und weiter. Und zurück. Ganz langsam. Hopp, halten, zurück. Und hopp, halten, zurück. Hopp, halten, zurück. Hopp, halten, zurück. Noch 4. Zurück. Immer noch 4. Zurück. Jetzt. 3. Zurück. Jawohl. Achtung, noch 2. Und allerletztes Mal. Hopp. Zur Mitte. Hopp. Und bleib oben. Halten, halten, halten. Po anspannen, Bauch anspannen. Knie weg vom Boden. Arme weg vom Boden. Kopf Richtung Boden. Noch 8. 7. 6, 5, 4, 3, 2 und abliegen. Sorry, wenn sich mein Fuß komisch bewegt hat, aber ich habe gerade einen Krampf in meine Zehenspitzen. Das ist sehr unangenehm, aber es soll euch nicht dran hindern. Okay. Aber dann kommt mal in vier Füße. Jawohl. Euer Stuhl steht hinter euch. Oh, immer dieses Hin und Her mit diesem Stuhl, ich weiß. Aber heute ist der Stuhl der neueste und beste Freund von uns. Ein Bein nach hinten abstellen. Jawohl. Und wieder vor. Anderer Fuß nach hinten, damit ihr wisst, wie hoch er ist. Zurück. Bein nach hinten. Zurück. Lasst euren Fuß hinten. Guckt, dass ihr einen stabilen Stand habt. Weil ihr nehmt den anderen Fuß jetzt auch zurück nach hinten. Haltet in Liegestützposition. Halten. Sehr gut. Kann sein, dass eure Füße ein bisschen höher sind wie euer Oberkörper. Haltet trotzdem. Po anspannen, Bauch anspannen. Schultern schön zusammenpressen. Ellenbogen zeigen nach hinten. Kopf nicht hängen lassen. 8. 7. 3, 2 und letztes Mal ein Bein ab, anderes Bein ab und macht euch mal kurz lang. Ja, Mann, das sieht sehr gut aus. Wir machen jetzt nochmal Bauch, was wir gemacht haben. Dann
gemacht haben und nochmal Liegestütz, okay? Rein. Damit ihr voll den Plan habt, was jetzt kommt. Bereit machen. 4, 3, 2 und mal Oberkörper weg vom Boden. Jawohl, Arme sind der hinteren Kopf, hab ich schon wieder fast vergessen. Und Achtung, nach oben, ablegen, hoch, also ablegen auch nicht, aber die Arme nach hinten, hoch, tief. Wer wieder kann, Beine weg vom Stuhl, tief, hoch, tief, hoch, tief. Rollt euch schön mit einem runden Rücken hoch und auch wieder rund runter. 3, 2 und letztes Mal Beine auf dem Boden abstellen. Nehmt ein Knie zu euch und kommt in Sitzposition. Bereitet euch wieder vor. Beide Beine auf eine Seite vom Stuhl. Hände hinten hin. Ihr geht wieder von einer Seite vom Stuhl auf die andere. 4, 3, 2 und los geht's. Hopp. 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 Und versucht mal auch auf der Popo-Seite. Auf einer Popo-Seite zu landen und auf der anderen. Jawohl. Wenn es mit abgestützten Armen zu hoch ist, geht tiefer im Unterarmstütz. Also die Arme tief auf die Unterarme. Sehr gut. Wichtig ist aber, dass ihr schön den Bauch anspannt. Hopp, halten, halten, über den Boden, jawohl, und halten, jawohl, halten, halten, sehr gut, halten, 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 noch 4 Stück, 4, 3, 2 und letzte Mal und ab. Sehr gut. Wir gehen wieder ohne Stuhl, mit Rücken auf den Bauch. Wir machen nochmal Rückenübung. Genau die gleiche wie von vorher. Beine in die Luft, Knie weg vom Boden, Hände zu den Schläfen. Ich bin schon in Spannung, ihr jetzt hoffentlich auch. Wir warten noch kurz. Noch 4, 3, 2 und Hand diagonal zur Ferse. Halten und komm zurück. Wechsel. 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 Komm zurück. Noch 4. Immer noch 4. Jawohl. 3. Sehr gut. Schön langsam. 3. Knie weg vom Boden. Oberkörper anspannen. Noch 2. Und letztes Mal. Und dann haltet ihr. Halte. Knie weg vom Boden. Oberkörper weg. Hände Richtung Schläfe. Halt, halt, halt. Po anspannen. Kommt. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und langsam ablegen. Hände neben die Brust, kommt in 4 Füßler. Und guckt, wo euer Stuhl ist, weil wir gehen in Liegestützposition. Einmal wieder auf euren Stuhl. Dass ihr gut den Stuhl halten könnt, ohne umzufallen. Jawohl. Und wenn ihr es habt und euch sicher fühlt, nehmt das andere Bein hoch. Po anspannen, Bauch anspannen. Und lächeln.
zusammen. Anderes Bein zuerst auf den Stuhl. Guckt, dass ihr wieder sicher seid. Es ist wirklich A und O. Und anderes Bein auch hoch. Haltet. Po anspannen, Bauch anspannen. Kopf nicht hängen lassen. Tief und letztes Mal hoch, tief.
Wenn ihr könnt, greift euch ein bisschen weiter nach hinten. Vielleicht müsst ihr auch mehr drauf sitzen. Beide Beine hoch, tief. Hoch, tief. Ihr müsst so viele Schuhe wieder ein Bein hoch, anderes Bein hoch, okay? Weiter. Hoch, tief. Versucht trotzdem gerade zu sitzen. Bauch anspannen, euer Oberkörper schon ein bisschen nach hinten. Wenn es gut geht, Arme nach vorne. Jawohl. Sehr gut. Und wenn es geht, Beine gar nicht mehr auf den Boden abstellen. Noch 8, 7, 6, 5.
3, 2, jetzt zusammen, einfach nur kurz ausschütteln. Wenn es eurem Kreislauf ja gut geht, steht mal auf. Geht zu einer offenen Seite von eurem Stuhl. Legt einen Fuß drauf, Zehenspitzen Richtung Decke. Euer Standbein ist gebeugt, tief und kommt mit geradem Rücken nach vorne. Jawohl, wenn ihr wollt, könnt ihr euch auch an der Lehne vom Stuhl halten, je nachdem, was ihr für einen Stuhl habt, kann ich euch auch nicht einschätzen. Ihr müsstet jetzt schön unten was spüren. Versucht euren Rücken gerade zu lassen. Und wenn ihr könnt, kommt noch ein Stückchen weiter vor. Ihr könnt auch an euren Zehen oder eure Zehen mit den Fingerspitzen berühren. Das ist auch so eine Dehnübung, die man gut während dem Zähneputzen machen kann. Irgendwie die Kloschüssel zumachen und dann den Klodeckel zumachen, Fuß draufstellen während dem Zähneputzen oder auf der Badewanne. Kommt langsam nach oben. Dreht jetzt euren Fuß, sodass er komplett auf dem Stuhl aufsitzt. Euer Standbein schiebt den Popo wieder nach hinten. Genau, und die Arme einfach auf den Oberschenkel, wo ihr das Gewicht drauf habt, dann spürt ihr innen drin etwas. Ich muss gerade überlegen, wie ich das gleich zeigen kann. Aber ihr macht das alles super. Popo schön nach hinten, jawohl. Und schön tief Rücken, Spiegel schön gerade. Eine Dehnung spüren, aber es sollte nicht sich so anfühlen, wie wenn ihr gleich was zerreißen würdet. Seid ein bisschen rücksichtsvoll zu euch. Schultern schön nach hinten, nicht nach vorne legen lassen. 4, 3, 2, kommt langsam hoch und jetzt dreht euch und legt quasi den Fuß einfach auf den Stuhl. Jawohl. Und schiebt schön eure Hüfte vor. Ihr könnt von der Hüfte her ein bisschen noch drehen, damit ihr hier auch euren Hüftbeuger ein bisschen dehnt. Guckt mal, wo ihr eine Dehnung spürt und so bleibt ihr kurz stehen. Wenn es euch unangenehm ist, weil ihr ein bisschen ins Hohlkreuz geht, bleibt einfach vom Oberkörper her weiter vorne. Guckt mal, wie es dann auf euch geht. 4, 3, 2 und kommt langsam zurück. Und anderes Bein, andere Seite. Wenn ihr bei der letzten Dehnung jetzt nicht so viel gespürt habt, macht nichts. Das ist nicht so, dass ihr was falsch gemacht habt. Kann auch sein, dass der Stuhl viel unangenehmer war und dass der Schmerz höher war, wie dass ihr irgendeine Dehnung gespürt habt. Euer Standbein ist schön gebeugt. Zehenspitzen wieder Richtung Decke. Ihr habt das Bein hoffentlich gewechselt. Und, achso, ja, Oberkörper nach vorne. Rücken schön gerade. Genau. Bleibt so, dass ihr eine Dehnung spürt. Und wenn ihr denkt, ah, da geht noch jetzt ein bisschen mehr, versucht nach vorne zu gehen, aber versucht euren Rücken möglichst gerade zu lassen. Atmet tief ein und aus, Schultern schön weg von den Ohren, macht euch lang und groß. Noch 4, 3, 2, kommt langsam vom Oberkörper hoch. Stellt wieder euren kompletten Fuß auf den Stuhl, euer Standbein wieder beugen, Popo nach hinten schieben und euch abstützen. Rücken schön gerade lassen und schön tief hier ins Gewicht, damit ihr innen drin in eurem gestreckten Bein eine Dehnung spürt. Schultern weg von den Ohren. Jawohl. Aufgestellt sind und versucht euren Hüftbeuger schön rauszuschieben oder dreht eure Hüfte so nach vorne. Der Stuhl ist sehr unbequem. Hoffentlich habt ihr einen besseren. Also für die Übung war er perfekt, aber jetzt zum Dehnen können wir schon auch ein Polster haben. Aber man möchte hier nicht nörgeln oder so. Es gibt immer Wünsche, wo man was verändern möchte. Also tief ein- und ausatmen. 4, 3,
3, 2 und mal locker. Habt ihr alle eine Lehne von eurem Stuhl? Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Diejenigen, die keine Lehne haben, gehen auf die Knie, Arme lang und geht mal schön weit nach hinten, damit ihr quasi schön durchdrücken könnt vom Rücken. Die, wo eine Lehne haben, müssen gar nicht so tief. Legt einfach die Arme auf die Lehne und geht so weit zurück, dass ihr genau die gleiche Dehnung habt, nur dass die anderen unten auf den Knie sind. Jawohl. Schön einfach mal durchhängen lassen, damit ihr wirklich eine Dehnung komplett im Rücken spürt. Drückt auf die Schultern Richtung Boden. Die Hände könnt ihr mal locker lassen. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Beine durchstrecken, Popo schön nach hinten. Und einfach mal kurz halten, tief ein- und ausatmen. Schulter weg von den Ohren. Und dann könnt ihr den Kopf auch mal nicht ganz so hängen lassen, sondern eher so neben eure Hände machen. Einfach ein bisschen Spannung drauf. Und erstmal halten. Egal, ob ihr jetzt auf den Knie seid oder nicht. Nehmt beide Hände nach vorne und macht eine Seite mal auf und guckt nach der hinteren Hand. Jawohl. Kommt langsam wieder zur Mitte und nehmt die andere Hand nach hinten und schaut hinterher. Schulter weg von den Ohren. Zur Mitte, alles ausschütteln.